Small plankton net. Außer ihren Netzen nimmt Rachel auch eine Kamera mit. Sie braucht Fotos, um ihre Forschungen zu dokumentieren. Doch die Arbeitsbedingungen sind nicht optimal. Die Meeresbiologin kann im milchigen Wasser nur wenige Meter weit sehen. Plötzlich taucht aus dem Nichts ein Riese auf. Ein Walhai gleitet heran. Und es kommen mehr. In Zeitlupengeschwindigkeit